Patate. Okay. Ah, ja, super. Unten wollte ich eigentlich nicht rein. Hopp. Au. Ja. So. Na. Ach so. Okay. Wupp. So. Machen wir ja mal das Loch zu, nicht, dass wir da nochmal reinfallen. So. Wie wollte ich das jetzt machen? Ach so. Mal hier nochmal gucken. So. Noch einmal. Ja, aber einmal können wir noch. So. Ach so, wollte ich hier eigentlich so weit rüber gehen? Ja, müsste ich ja. Haha. Okay, dann gibt es noch ein bisschen Sand, würde ich mal sagen. Und oben gibt es ein großes Loch, wo man noch ein bisschen, ja, ein bisschen Holz mit reinschmeißen. So, das Steak braucht man erstmal nicht. So, hör zu. So, das haben wir auch gleich mit ein hier. Den Fußboden, den mache ich später. So. Können wir den da rein? Ich hoffe, das reicht jetzt so. Ich weiß gar nicht, was ich da ausgemessen hatte. Können wir hier noch? Ja. Ah, da ist Schlüssel. Okay. Also eine Reihe können wir noch. Ja, wie gesagt, ich hatte eine Kopie der Welt erstellt und habe da ein bisschen rumgetestet. Vor allen Dingen das Dented-Gebiet, was wir hier ja haben. Und ja, es gibt insgesamt zwei Knoten dort. Was konnte ich jetzt, ob die so Aronauts heißen die ja, glaube ich. Und ja, die müssen wir dann erstmal nochmal ein Loch hier drin haben. So. Reicht jeder Platz jetzt? 2, 1, ja, könnte ziemlich knapp werden. Ich glaube, muss noch eine, eins breiter. So. Dann müssen wir eben halt nochmal Sand runter machen. Sand habe ich schon. Noch ein bisschen ausweiten unser, ja, unser Gebäude hier. Huch. So natürlich nicht. So. Was ist denn das jetzt? Ja, so. Okay. Wo haben wir es? Da haben wir es. So. So. Da noch weg. Die noch und die Bahn weg. So. Dann braucht man noch mal ein bisschen Holz extra. Damit wir oben noch die zumachen können. Die Decke. So. Genau. Was der Rest betrifft, den mache ich später. Dann mache ich mehr oder weniger offscreen. Machen wir hier aber gleich R2 vergehen hin. Right, so. So. Ich weiß auch schon, wie ich das mache. Ja, die Höhle, die habe ich da auch ein bisschen erkundet, also richtig durchflogen. Und ja, die erstreckt sich ja wirklich bis ja ziemlich ja durch. Also es ist schön, auch schöne Gebiete mit dabei. Das kann man nicht sagen. Jetzt geht das auch noch tiefer hier. Okay. So. Hör mal zu. Und ja, es ist ziemlich weitreichend. So. Okay. Denn wir müssen jetzt ein bisschen basteln. Hopp. Glaube ich, ja, den machen wir mal raus. Lässt sich ja leichter reinhüpfen. So, denn ich habe mir auch aufgeschrieben, was ich ungefähr brauche. Dazu machen wir jetzt mal Dings auf. So, dann das erstmal wegnehmen. Und zwar ist erstmal mit irgendwas mit Büchern auf jeden Fall. Und zwar brauchen wir den Bookbinder und den Bookshelf.
so viel ich noch in Erinnerung habe. Und da war dann noch, ach, noch ein Freitag-Desk brauchen wir noch. Nein, den Bookhelf braucht man nicht. Ach, das ist ja Bücherregal, das braucht man nicht. Aber den Bookbinder brauchen wir. Dazu brauchen wir Eisen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir noch Eisen haben. Zumindest geschmolzenes Eisen. Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Haben wir hier noch Eisen? Ja, doch. Ein Eisen haben wir noch. 3 Stück braucht man davon. Und normales Holz. Das Holz haben wir ja. Also das dürfte uns kein Problem darstellen. So. Dann ist das Holz oben drüber. Da. Und das haben wir dann ein Bookbinder. So. Dann brauchen wir ein Writing Desk. Desk. Wo haben wir es? Da haben wir. Writing Desk. Da brauchen wir ein Glas und eine Feder und wieder 5 Holz. Glas und Feder haben wir glücklicherweise noch. Uns aufgehoben eins. So. Dann bauen wir das noch insgesamt. Da brauchen wir aber Holz. Machen wir gleich ein bisschen mehr. Hoffentlich, das passt jetzt so. So. Ja, so sehen die jetzt also die 10 Zäune aus. Aha, interessant. Gut, die Feder drauf. Das Glas drauf. Haben wir ein Freiting Desk. So, die gucken wir jetzt mal raus. Und jetzt braucht man noch. Und das Wichtigste, und zwar ein Inkmixer. Ein Inkmixer. Das ist dieses Teil. Dieses hier, der Link Modifier, das ist auch ein interessantes Gerät. Ist aber leider kein Rezept hier dabei. Aber man, ich weiß auch zufällig, da braucht man sehr, 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 sehr viele Diamanten, um den herzustellen. Das Schöne dabei ist, wie ihr ja zwar schon gemerkt habt, es geht ja um Mystkraft. Das sind ja alles Mystkraft-Sachen. In dem, und da braucht man Linkbücher bzw. Descripted-Bücher, wo man dann Welten, Minecraft-Welten bereisen kann. So, erstmal brauche ich jetzt ja, den Inkmixer. Und da stellt mir das vor eine Herausforderung, denn ich brauche normalen Stone. Und eine Glasbottle. Die Glasbottle steht mich zwar nicht so vor die Sachen. Haben wir noch Glas. Und ich brauche Steine. Brauchen wir mal gleich mal 10 Stück. Ne, 8 reichen. 1, 2. So. So. Dann machen wir uns gleich mal. Alt, was mache ich denn? Ich habe da gerade Glas hier rausgenommen. So. Eine Glasbottle. Beziehungsweise 3 Stück. Krippe kommt man ja auch glücklicherweise raus. So. In der Zwischenzeit gehen wir mal kurz runter. Machen uns mal den Writing Desk hier auf. Ach so. So rum, denke ich mal. Ach. So, jawohl. So, den Bookbinder, den stellen wir, den stellen wir hier in die Ecke. Und in die Mitte kommt dann das, der Inkmixer. Der Bookbinder hat hier schön Sachen. Den Freiting Desk. Ja, der Freiting Desk. Was mache ich denn? Ja, so. Ich will es gar nicht wissen. Gut. Kann man ja sein Notebook reinlegen? Hallo? Was ist denn mein Ding los? So. Genau. Da spielt du ein bisschen in einer der Bots ein bisschen rum. Ja. Und man kann Seiten sammeln.
Das Wichtigste, die bekommt man zum einen aus den Dörfern und zum anderen aus den Müskraftwerken. In den Müskraftwerken gibt es so, sogenannte Tempels. Kann man da finden, so ungefähr 500 Meter oder sowas. Sollte wohl so 500 bis 1000 Meter, dann sollte da ein Tempel zu finden sein. Wenn man Glück hat, da wollte ich dran. Und ja, und da findet man dementsprechend die ja, so Seiten, so ja, Martin Inkmesser. Und dann braucht man Papier. Und dann braucht man die Scribing Tools. Die Klausbordeskripte mal hier reinlegen. Und Leder braucht man. Das Leder ist das Wichtigste. Muss mal gucken, wo wir jetzt der Leder haben. 19 Stück. Es war nicht viel. Und dann bauen wir am besten eine Reihe. Nee, brauchen zwei hier. Ja, zwei hier. So, eine kleine Chest dazu. Dann nehmen wir nämlich die restlichen Scraven-Tours auch mit runter. Oder brauchen wir hier für Farmkraft brauchen wir auch noch eine. Lass mal eine hier. So. Gut. Dann müssten wir alles haben. Das Ding kommt hier in die Mitte. Das Scribing Tool kommt hier. Mist. Entweder habe ich jetzt Mist gebaut. Habe mich umsonst die Scribing Tools gemacht. Und ja, das passiert heute. Dann gehen wir ganz einfach mal ein. Add Mistcraft. So. Black Ink. Inkvial, genau. Inkvial brauchen wir. Ach, das ist ein Wasserbottel. Und zweimal Inksex. Okay. Da habe ich tatsächlich jetzt Mist gebaut. Dann entschuldigt bitte. Dann braucht man nämlich keine Scribing Tools. Dann bleiben die Scribing Tools hier für Farmkraft. Wir brauchen die Inkbottles. Die machen wir auf voll Wasser. Dann müssen wir halt das noch mal machen. So. Dann brauchen wir Ink 6, die waren glaube ich jetzt hier drin. Ja, vier Stück insgesamt. Die nehmen wir aber ganz schön ab. Und machen daraus eben halt diese Flaschen. So. Eins, zwei. Jawohl. Irgendwie, wie? So. Gibt es hier zufälligerweise gerade ein Dings hier? Ja. Dann können wir uns gleich mal neue holen. So. Ah ja. Gut. Den Band haben wir ja noch nicht. Für den Zauberstab. Den hätten wir sonst ja. Doch, haha. Wir haben doch einen Zauberstab. Fällt mir gerade ein. Da können wir uns nämlich ja die Punkte, die da eben zu sehen waren, nämlich einsammeln. Der Zauberstab muss aber hier unten, zumindest hier unten in der Dings sein. Genau. So. Ich nehme den mal an die Stelle der Kreuzhacke. Und jetzt gucken wir mal. Da hinten sind noch welche. Einer zumindest. So. Jawohl, man sieht, hat sich aufgeladen etwas. Jetzt gucken wir mal. Jetzt holen wir uns den ja weg. So. So. Okay. Also braucht man den nur sozusagen hier in Dings zu haben, im Inventar unten zu haben.
Und schon lädt er sich sozusagen auf. Wie ihr seht, das blaue und das grüne ist jeweils aufgeladen. Oder man könnte das an den Knoten eben machen. Nur, das war auch mein Anliegen gewesen, dass, weil ich die erstellt habe, die Welt, also Kopie der Welt, um die sogenannten Silverwood Arctera und Aqua, aha, haben wir aufgeladen, um so die, ja, wie eben schon gesagt,